So, es ist mal wieder soweit. Der Ramses war mal wieder ins Kino und entweder habe ich extreme Stimmungsschwankungen oder es ist einfach so, dass die Filme so unterschiedlich sind, die man sich anguckt, dass einer wirklich einen over the top bringt und der nächste bringt einen down under. Ich kann es nicht anders ausdrücken, aber ihr müsst euch das mal auf der Zunge zergehen lassen, nachdem der... Ach so, ihr wisst ja noch gar nicht, wo ich war. Doch, das steht nämlich im Titel, aber ich war im neuen Halloween-Film mit Michael Myers. Und da habe ich mich so riesig natürlich drauf gefreut, weil ich ein riesiger Michael Myers-Fan bin. Bitch, siehst du das? Yeah! Da habe ich mich natürlich riesig gefreut, weil ich alle Teile schon gesehen habe, weil ich jeden Teil in meiner Sammlung habe, weil ich da richtig krass abgegangen bin. Michael Myers und sonst was, wer Dorfmonster kennt vom NHR, No Hirn Records, der weiß Bescheid, Michael Myers Maske und so. Und ich habe mich so riesig auf jeden Fall auf den Film gefreut. Und gleich vorweg, als der Film aus war, schräg hinter mir der erste Kommentar von einem Zuschauer im Kinosaal war: Scheiß Film. Und dann ist er aufgestanden und hat das Kino verlassen. Scheiß Film. Also, das hatte ich nicht mal bei Predator Upgrade. Und den fand ich schon nicht so cool, nicht so krass. Der hat mich eher enttäuscht. Da fand ich die alten Predator Filme richtig cool, den Predator Upgrade nicht so cool. Und es ist wieder mal typisch natürlich, man geht ins Kino, man hat gar keine Erwartungen wie bei Venom, wird positiv überrascht, ist total gehypt, man geht ins Kino, hat so große Erwartungen, freut sich so riesig, ist so drauf gefasst, einfach das in sich aufzusaugen, dieses Ereignis, der neue Halloween-Teil, und wird so dermaßen enttäuscht einfach nur. Ich verstehe es nicht, man darf sich einfach auf nichts mehr freuen und dann passiert einem auch nichts. Aber gut, ich will den Film jetzt nicht ganz so schlecht reden, aber man muss sich das Ganze jetzt mal so vorstellen. Der Film ging, was weiß ich, 1,5 Stunden, sagen wir mal, keine Ahnung. Und es gab genau 2 Szenen. 2 Szenen im Film, die ich gut fand. Das war einmal, als er... Da haben sie es spoilert schon wieder. Was ist da los? Nee, aber das war einmal, als er Michael Myers die Babysitterin geschnappt hat am Kopf und hat ihr einfach ein Messer von hinten durch den Hals gestochen, was vorne rauskam. Das sah brutal aus, das war richtig heftig. Und die andere Szene, als er seinen Arzt beim Polizeiauto geschnappt hat, der noch meinte: Los Michael, sprich mit mir. Er guckt ihn an, nichts passiert. Und plötzlich holt er aus und tritt ihn einfach mit seinem schönen Arbeitsschuh auf den Kopf. Und der Kopf zermatscht richtig, bam. Das war auch richtig brutal. Aber das waren genau 2 Szenen im gesamten Film. Und okay, man geht natürlich ins Kino. Man erwartet bei einem Film mit, bei einem Actionfilm gute Action. Man erwartet bei einem Horrorfilm Horror, Spannung. Man erwartet sonst was. Und gerade als ich immer gelesen habe, dass der neue Film wieder an die alten Teile ansetzt und ein richtiger Slasher-Streifen ist. Und an diesem Slasher, vielleicht habe ich das auch verwechselt mit Splatter, aber ich dachte, ein Slasher-Streifen, und da siehst du richtig was und der geht richtig ab und hat vielleicht gute, krasse Tötungsszenen, aber da war sogar Deadpool noch brutaler und hat mehr Gewalt gezeigt und alles, obwohl der ab 16 ist und es da nicht um den Massenmörder geht. Aber Halloween hat mich dahingehend so enttäuscht, dass du einfach nichts gesehen hast. Alles, was passiert ist, ist im Prinzip abseits der Kamera passiert. Schon alleine der Bus mit den Insassen, als die ganzen Psychopathen ausgebrochen sind. Du hörst, der Bus fährt weg, und in der nächsten Szene siehst du, ja, der Bus, der liegt halt irgendwo rum und alle sind schon auf der Straße verstreut. Da hat man sich einfach mal gespart, den Unfall zu filmen oder wie Michael Myers da den Busfahrer und den Wärter umgebracht hat. Das muss man ja nicht sehen, das kann man sich ja denken. Oder ganz normale Szenen, du siehst, wie Michael Myers in ein Haus reinläuft. Er nimmt sich schön den Hammer vom Regal, läuft rüber zu der alten Dame um die Ecke und du hörst nur, wie er dreimal auf sie einschlägt und kommt mit blutiger Hand wieder zurück. Du siehst es nicht. Du siehst gar nichts. Und wenn es soweit war, dass du mal was hättest sehen können, war der Film so dunkel, dass du im Prinzip auch nicht wirklich was gesehen hast. Und in den Szenen, wo du alles gesehen hast, ist häufig auch einfach nichts passiert. Ich muss sagen, als ich den Trailer gesehen habe, war ich richtig
Ich habe gezittert, ich hatte Gänsehaut, der war natürlich richtig cool zusammengeschnitten wieder. Der war spannend, da haben die Emotionen hochgekocht und man hat sich so drauf gefreut. Aber dann, als der Film angefangen hat, und die haben da alle rumgestanden auf diesem freien Hof angekettet, ihr dürft nur bis zur gelben Linie davor laufen. Los, Michael, hier ist deine Maske, Michael, sprich zu mir, Michael, Michael. Er fängt an und rastet übelst aus und schreit und die Musik wird immer spannender und die ganzen Kranken drumherum drehen durch und schreien rum und führen sich auf und du denkst, oh jetzt passiert, jetzt greift er sich die Maske oder jetzt greift er sich seinen Kopf oder jetzt macht er irgendwas. Nein, dann steht einfach da Halloween, die Musik geht an, und in der nächsten Szene ist einfach nichts. Und es ist schon danach. Mein Gott, wie haben die diese Situation denn da gelöst? Was hat er da gemacht? Er hat ihn angeschrien und dann ist er heim und das war's, oder wie? Keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall so viel Spannung aufgebaut und dann passiert nichts. Das war schon komisch am Anfang. Natürlich schön, die bekannte Titelmelodie zu hören und den Kürbis zu sehen, der da rückwärts gespult sich wieder aufgebaut hat, weil der eingegangen ist. Aber das hat schon komisch gewirkt am Anfang und dann hat es gedauert und gedauert und dann wurde da mit dieser, also Jamie Lee Curtis, nichts gegen die, die war ja cool in den Filmen früher, aber jetzt als alte Oma dargestellt, die einfach nur total geisteskrank und dämlich und die hat mich auch richtig genervt, ich weiß nicht. Ich fand die mal richtig krass in anderen Filmen, aber in dem Film als Hauptdarstellerin hätte ich die nicht gebraucht, hat mir nicht so gut gefallen, sage ich mal. Die war, da hat wieder jeder eine eigene Meinung, viele feiern die natürlich und dass die jetzt da zurück ist und da mitmacht, okay, passt. Aber mir hat sie nicht so gefallen, das war alles ein bisschen komisch, wie die sich gegeben hat, wie die da rumgealbert hat, weil die ja natürlich geisteskrank ist, ein Trauma erlebt hat und sich aufgeführt hat wie eine dämliche. Hat alles nicht so cool gewirkt, finde ich. Da hätte man das alles umsetzen können. Der Film hat teilweise richtig idiotisch gewirkt, anstatt gruselig oder spannend zu sein. Was ich auch sehr schade finde. Dann, was ich natürlich bei so einem Film vielleicht auch erwarte, dass man Darsteller hat, Hauptdarsteller, Leute, mit denen man sich identifizieren kann, bei denen man mitfiebern kann, die man durch den Film begleitet. Aber der Hauptaugenmerk wurde auf zwei Journalisten gelenkt, die natürlich relativ früh in dem Film einfach umgebracht wurden und das war's. Und ich dachte, das sind die Hauptdarsteller, es geht um die, dass die den erforschen wollen, wollen seine Geschichte haben, sonst was. Nee, die sind halt dann einfach tot und das war's. Natürlich wieder, die wird erwürgt, fertig, du siehst nichts, da gibt's kein Blut. Gut, ihr Kollege wurde gegen die Toilettentür geklatscht, mehrmals, bis das ganze Gesicht und der Kopf rot und blutig waren. Aber, vielleicht waren es auch drei Szenen, die mir aufgefallen sind, die brutal waren, die gut waren. Oder als er die Zähne da oben über die Toilette geworfen hat, was man ja auch schon in dem Trailer gesehen hat, aber gar nicht wusste, woher sind denn die Zähne, wo hat er die denn jetzt her? Die waren zwar von dem Tankstellenwart, aber das hat man auch nicht gesehen. Alles, was wirklich brutal war, was richtig krank war, hat man einfach nicht gesehen. Ihr musstet euch einfach alles vorstellen, was ich sehr schade finde, weil genau dafür bin ich ins Kino. Selbst die älteren Teile, die früheren Teile, wo sie weniger Mittel hatten oder weniger zur Verfügung, um irgendwas zu machen, haben einfach mehr geboten. Und heutzutage hat man so viele Möglichkeiten, aber es wird irgendwie nicht genutzt. Viele andere Filme nutzen das. Darstellungen, wo du denkst, wie haben die das wieder gedreht? Wie haben die das denn gemacht? Wo du teilweise denkst, das ist alles echt. Weil es geht gar nicht, das zu faken. War da aber nicht so. Wo wir gerade beim Thema alte Filme, ältere, andere Filme sind natürlich. Jeden Halloween-Teil bisher habe ich geguckt. Und was hat Michael Myers da alles durchgemacht? Der wurde da erschossen, der ist explodiert, der wurde in Brand gesteckt, der wurde abgestochen, der wurde enthauptet, der ist vom Hochhaus gefallen, keine Ahnung. Der ist immer wieder aufgestanden, der musste so viel einstecken, du hast ihn nicht tot gekriegt. Es ist einfach, oh mein Gott, diese Maschine. Du wusstest nicht, was will man gegen den machen. Man ist richtig panisch geworden, weil man wusste, der steht gleich wieder auf. Oh mein Gott. Aber bei Halloween, jetzt dem Film, ihm ist im Prinzip gar nichts passiert, er musste überhaupt nichts einstecken. Selbst, dass Jamie Lee Curtis sich da vorbereitet in ihrem Haus und unter 10 Millionen Atomwaffen bereitstellen und dann kommt er rein und hat sie einfach schon in der Gurgel und fertig und sie kann eigentlich gar nichts machen.
Warum diese Vorbereitung? Warum nicht so ein richtiger Kampf mit allen Mitteln hin und her, bam? Die haben einfach total idiotisch gewirkt, die ganze Zeit, und auch die Dialoge, die dazwischen stattfanden. Man ist einfach nicht warm geworden mit den Leuten. Das hat alles deplatziert gewirkt auch. Es gab so viele Filme auch, wo zwischendurch man irgendwas lustig fand oder irgendwas cool fand, selbst bei Horrorfilmen, selbst bei dämlichen Teenie-Verhalten, wo man selbst die Dialoge zwischendurch irgendwie lustig fand, die witzig waren, die das alles ein bisschen aufgepäppelt haben. Aber da nicht, da war es meiner Meinung nach eher gähnende Leere. Die Dialoge waren kacke, die Schauspieler waren kacke, die Rollen, die gespielt wurden, das manches war so richtig, warum macht die das, warum macht die jetzt nicht das, warum ist das so? Man hat sich die ganze Zeit des Films gefragt, wie dumm ist das eigentlich? Ich hab's nicht verstanden, ich hab mich so gefreut und dann sowas. Und dann wollen wir natürlich noch kurz über das Ende reden, was mir auch überhaupt nicht gefallen hat. Es ist so viel passiert. Das Einzige, was ich cool fand, was man noch erwähnen konnte, in dem allerersten Halloween-Teil von damals, in dem Original, hat man ja gesehen am Ende, wie Jamie Lee Curtis da in dem Schrank gefangen war, hat ihn dann vom Balkon gestoßen, hat ihn angeschossen. Na gut, Dr. Loomis hat ihn angeschossen. Auf jeden Fall ist er dann rückwärts vom Balkon geflogen, lag tot unten am Balkon. Und in der nächsten Szene, als sie nochmal nachgeschaut haben, hat man gesehen, er ist weg. Oh mein Gott, wo ist er hin? Diesmal war es aber andersrum. Da hat Michael Myers einfach Jamie Lee Curtis genommen, hat sie vom Balkon geschmissen, sie lag dann unten, war tot, alles klar. In der nächsten Szene, wo er runterschaut, sie ist weg. Was ist passiert? Das war das Einzige, was ich irgendwo ein bisschen interessant fand oder lustig fand, weil das an den allerersten Film erinnert hat. Aber das Finale... Was war das für ein Finale, bitteschön? Wir stellen uns alle in den Keller, wir warten, bis er in den Keller reingeht, wir verschließen den Keller, sagen Tschüss, Michael, wir sehen uns, und dann stecken wir einfach das ganze Haus in Brand, laufen heim und der Film ist aus, fertig. Und Michael steht noch unten und guckt hoch zur Treppe und denkt sich, schön warm hier unten, aber hä? Ich habe damit gerechnet vielleicht, dass man wenigstens sieht, nach dem Abspann, wie noch ein Polizeitrupp oder die Feuerwehr kommen, durchsucht da das abgegurgelte Haus. Sie sagen, sie haben seine Leiche nicht gefunden und er ist nicht da. Und man weiß, oh, er hat es wieder mal geschafft. Oder dass man vielleicht aus den Trümmern sieht, wie seine Hand rauskommt, ganz vergurgelt, ganz verbrannt. Und du weißt, oh, er ist also noch da und hat überlebt. Aber es gibt gar keine Anzeichen, theoretisch jetzt, auf eine Fortsetzung. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass er tot ist. Es gibt keine Anzeichen, dass er überlebt hat. Es gibt gar keine Anzeichen. Es ist einfach nur, guck mal, das Haus brennt und der Film ist aus. Was ist das? Ich verstehe es nicht. Es hat so viele krasse, gute Enden gehabt. Selbst als sein Kopf abgehackt wurde bei Halloween Age 20, wusstest du, bam, Schockmoment, Kopf ab und er liegt da und du dachtest, krass, das war's jetzt. Wie will er sich da noch rausretten? Trotzdem gab es eine Fortsetzung, die trotzdem alles irgendwie logisch erklärt hat und du dachtest, wow, das haben sie aber genial gemacht. Aber jetzt fehlt mir irgendwo diese Genialität. Ich sehe keine Genialität. Deswegen tut mir leid, dass ich so viel Negatives jetzt erwähnt habe, gesagt habe, aber wirklich, ich bin aus dem Kino raus und habe gedacht, wow, der erste Film, der mir wohl in meiner Halloween-Sammlung fehlen wird, was ich ziemlich schade finde, da ich mich eben so riesig auf den Film gefreut habe. Wer ihn noch nicht gesehen hat, wer ihn trotzdem noch gucken will, wer sich ein eigenes Bild machen will, möchte, das finden ihm bestimmt nicht alle scheiße, kann das natürlich gerne tun, aber für mich, mein persönlicher Eindruck, das war ein Schuss in den Ofen, wie bei Team Rocket. Ich hätte mir da wirklich mehr erwartet, habe auch gesagt, da hätte ich lieber nochmal Deadpool geschaut. Venom meine ich natürlich, der neue Deadpool. Da hätte ich lieber nochmal Venom geschaut, da hätte ich auf jeden Fall deutlich mehr davon gehabt. Also enttäuscht auf ganzer Linie, obwohl man sagen muss, das Bild sah ja gut aus, die Szenarien sahen ja gut aus, die Maske sah ja gut aus, sie sah richtig brutal aus, so gut hat die Maske von ihm noch nie ausgesehen. Aber dann wird das alles nicht genutzt, dieses ganze Potenzial, was es hätte mit sich bringen können, dieser Kult um Michael Myers, diese Kultfigur.
Fand ich schade, kann ich nicht ändern. Aber das war's jetzt auf jeden Fall. Halloween, eine Enttäuschung, keine Empfehlung von mir. Sorry. Das war's aber für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal natürlich wieder. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Puh.